Assalamu alaikum. Ich melde mich kurz wegen dem neuen Kurs, den wir angekündigt haben, den Aqida-Kurs. Und zwar möchte ich hier kurz etwas erläutern. In diesem Kurs, dem Aqida-Kurs hier, geht es um etwas, das sich in der Fachsprache Ilm al-Aqida nennt. Und es gibt einen Unterschied zwischen Aqida, also die Disziplin Aqida, und die Disziplin Ilm al-Aqida. Und das, was ich hier unterrichten werde, das ist nicht die Aqida, sondern eben diese Disziplin, diese Wissenschaft, die man Ilm al-Aqida bezeichnet. Der Unterschied ist folgender: Man kann sich den Ilm al-Aqida oder die Ilm al-Aqida als eine Art Einführung in die Aqida. Also es ist eine Art Einführung in die Wissenschaft Al-Aqida. Sie beinhaltet und thematisiert übergeordnete Fragen, die die Aqida als Ganzheit betreffen. Beispielsweise einige Fragen über die Quelllehre. Sie kommen Ahadith in Frage für die Aqida. Gibt es oder beziehungsweise was sind die Unterschiede unter den verschiedenen theologischen Schulen? Welche Ansätze haben sie? Sind Meinungsunterschiede in der Aqida legitim oder gibt es da eben zwei Kategorien, Bereiche, in denen das gebilligt wird und Bereiche, in denen das nicht gebilligt wird? Sind alle Aqida-Themen relevanter und wichtiger als Nicht-Aqida-Themen? Das heißt, es sind übergeordnete Fragen. Es wird also nicht auf die einzelnen Aqida-Fragen eingegangen, was wir so halt unter Aqida kennen. Der Glaube an Allah Ta'ala, was bedeutet das? Der Iman an die Malaika, was bedeutet das? Was ist der Tawhid und wie wird er unterteilt? Was bedeutet der Iman an den jüngsten Tag? Wie ist der Standpunkt der Muslime in Bezug auf die Unfehlbarkeit der Propheten, in Bezug auf die Gefährten des Propheten? Sondern das ist die Aqida. Eine Muqaddimah, eine Einführung in die Ilm al-Aqida oder die Wissenschaft Ilm al-Aqida ist aber was ganz anderes. Und das ist eines der Missstände. Diese zwei Dinge werden häufig miteinander vermengt. Da sieht man dann Leute, die schreiben zum Ilm al-Aqida. Und was er aber geschrieben hat, ist die Aqida selbst und nicht die Disziplin Ilm al-Aqida. Also, was wir also machen wollen, ist übergeordnet. Und es ist sozusagen ein enorm wichtiges Fundament, also die Methodik, wie man an die Aqida rangeht, beeinflusst und bildet. Von daher hat das eigentlich Vorrang gegenüber der Beschäftigung mit den detaillierten, subtilen, tatsächlichen Aqida-Inhalten. Und in Bezug auf die Zahlung, weil diese Frage immer wieder aufkommt, das sind monatliche Teilnahmegebühren. Und nicht einmalige Teilnahmegebühren. Anmeldung über die Webseite. Bei Fragen einfach kontaktieren.